Die Wärmepumpe wird immer mehr zur Lärmepumpe. Ja, spannend, was auf Twitter so alles abgeht. Ich meine, ich bin ja seit 2013, 2014 hier auf Mallorca und seit 2016 habe ich, egal wo ich wohne, Wohnung, Haus, immer diese ganzen Dinger hier. Und ich kann euch eins sagen, die machen ordentlich Krach. Ja? Das Ding, das hört ihr wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen, das geht noch so, ja. Aber sobald das Ding mal anfängt, richtig Bambule zu machen, ja, da wird's laut. Da kann man natürlich sagen, wenn der Nachbar weit genug weg ist, dann stört ihn das nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel direkt neben mir jemand wohnen würde, der zum Beispiel nachts sein Fenster beim Schlafen auf hat, dann würde er es definitiv hören, wenn dieses Ding läuft. Und genau das ist ja jetzt in Köln passiert. Schaut mal, hier habe ich einen spannenden Artikel gelesen, wo genau das passiert ist hier mit dieser Dame. Und zwar geht es darum, dass hier halt in diesem Wohngebiet zum Beispiel hier so eine Wärmepumpe steht, die halt eben nachts, und jetzt haltet euch fest, nicht nur läuft, sondern einen Lärm von bis zu 65 Dezibel macht, ja. Ich glaube, da ist dann schon irgendwas kaputt bei dem Teil, weil ich glaube, die zulässige Höchstgrenze ist 45 Dezibel nachts. Das gibt ja auch ein Flugverbot bei vielen Flughäfen in Deutschland. Und wenn so einen Überflug hast, ja, ab und zu fliegt hier auch mal so in der Nähe ein Flugzeug rüber, das hört man nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in so einer Region auch auf Malle wohnst oder so, wo das Flugzeug direkt rüberfliegt, dann bist du so bei 50 Dezibel. Wenn es irgendwie startet, natürlich noch viel lauter. Wenn es landet, ungefähr bei 60 Dezibel. Und diese Wärmepumpe macht also nachts in Köln mehr Krach, ja, als so ein überfliegendes Flugzeug. Und jetzt muss man ja Folgendes sagen. Ich habe damals mal im Studium gelernt, als ich Film und Animation studiert habe, da hatten wir auch so ein bisschen Tontechnik und so. Da hat uns der eine mal beigebracht, dass irgendwie, wenn sich so zwei Schallwellen überlagern, also wenn zwei Leute zum Beispiel in der gleichen Lautstärke reden, dann verdoppelt sich irgendwie die Amplitude. Ja, das heißt, dann verdoppelt sich die Lautstärke. Das heißt, je mehr von diesen Dingern eingebaut werden in der Stadt und je näher die Häuser zusammenstehen, desto lauter. Und desto mehr wird halt eben dann die Wärmepumpe zur tatsächlichen Lärmepumpe. Ich bin gespannt, was dann alles droht, ja, ob es dann jede Menge Zivilklagen gibt zwischen den einzelnen Nachbarn und ob die sich gegenseitig dann irgendwie anfangen zu beleidigen. Das wird auf jeden Fall noch richtig interessant und ich bin gespannt, ob man das irgendwie bei diesem ganzen Heizungsgesetz und in all diesen ganzen Hunderttausenden von Wärmepumpen, die man ja in Deutschland jetzt in Zukunft verbauen will, ob man das eigentlich alles so berücksichtigt hat. Ja? Hier dieses Ding zum Beispiel auch von Daikin Altherma, ne, das Teil, das könnt ihr auch mal googeln. Das kostet, glaube ich, so 7.000, 8.000 aufwärts. Ne? Und wenn man so ein Ding auch eben bei sich stehen hat auf dem Dach und man ist jetzt irgendwo in einer Wohngegend, wo noch zum Beispiel mehrere davon sind, dann ist das natürlich auch so ein bisschen interessantes Diebesgut, würde ich mal sagen. Also da bin ich auch gespannt. Ich hoffe, die Leute haben sich gut dagegen versichert. Aber das sind halt alles so diese ganzen nervigen Praxisdinger, die man ja alles berücksichtigen muss, wenn es um diese Themen geht. Ja? Aber was ich auch noch gesehen habe gerade, und da war ich hellauf begeistert, dass von dieser unter anderem durch Monika Gruber inszenierten, oder nicht inszenierten, sondern organisierten, sorry für den Ausdruck, Demonstration in Erding in Bayern, bis zu 13.000 Leute auf der Straße waren gerade, die lauthals demonstriert haben. Und das kann ich nur sagen, das ist eine richtig gute Idee. Ja, das hat mich irgendwie so daran erinnert, an die Proteste in Frankreich. Endlich findet sowas auch mal in Deutschland statt. Und da kann ich nur sagen, das kann man nur unterstützen, ja. Also wenn ihr auch solche Demonstrationen irgendwie organisiert oder vorhabt zu machen und ich das immer so ein bisschen auch hier auf YouTube teilen soll, dann schreibt mir ruhig eine kleine Mail an kolja@aktienmitkopf.de, falls sowas bei euch in der Nähe stattfindet. Und dann teile ich das natürlich hier liebend gerne, weil es wird natürlich Zeit für mehr Gegenwind, ja. Und auch der Wirtschaftsminister, Herr Aiwanger, hat ja dort eine Rede gehalten, die mit vielen, vielen ja, Applaus und Zugaberufen dann eben beantwortet wurde, wo er gesagt hat, dieses Heizungsgesetz, das muss nicht nur irgendwie verändert werden, sondern das gehört in die Tonne, hat er tatsächlich gesagt. Also endlich mal ein Politiker, der hier die klaren und deutlichen Worte findet für das, was tatsächlich aus Berlin heraus
in dieser Koalition, aber ganz klar dominiert eben auch durch die Grünen, eben den Bürgern, ja, man muss schon wirklich sagen, aufgezwungen wird, ja. Und was aber natürlich auch interessant ist, dass hier einzelne Politiker das natürlich nicht ganz so gut fanden, die sonst ja immer sagen, ja, es ist ja sehr wichtig für die Demokratie und so, dass man auch demonstrieren darf und so, ja. Aber wenn ich mir jetzt das zum Beispiel anschaue, ne, einmal hier, ich rief, die Geister werd ich nun nicht mehr los. CSU, Freie Wähler, FDP spielen hier mit dem Feuer. Bitte zur Sachpolitik zurückkehren. Ihr gewinnt in diesem Lager nix. Eigene, echte Vorschläge bringen statt destruktiven Populismus. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, jetzt darf man sozusagen nicht mal mehr demonstrieren. Oder hier Katharina Schulze von den Grünen. Die Versuchung nach einem schnellen, billigen Applaus war offenbar zu groß. Nicht mal den gab es für Markus Söder. Das Heranrobben an dieses Milieu stärkt nur die Populisten und schadet der Demokratie. Jetzt würde es mich mal richtig interessieren, was genau Katharina Schulze mit dem Heranrobben an dieses Milieu genau meint. Ja? Wahrscheinlich bezog sie sich hier auf diesen Tweet von Robert Pausch. Man sollte nicht unterschätzen, was da heute in Erding passiert ist. Die bürgerliche Elite Bayerns, Ministerpräsident, Vize-MP, also Ministerpräsident, Bauernverbandschef, spricht auf der Bühne vor Ami-Go-Home-Fahnen, raus aus der WHO-Plakaten gegen die Heizungsideologie. It's a slippery slope, ja. Also ich finde, jeder sollte auch in Deutschland seine Meinung in Wort und Schrift äußern dürfen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Ami-Go-Home unterstützen muss, oder raus aus der WHO, kann man doch trotzdem sagen, das ist jedem Menschen sein Recht hier, solange er nicht gegen das Gesetz verstößt, auch auf so einer Demonstration so ein Schild mitzubringen. Und ein Ministerpräsident trägt hier Verantwortung, dass genau das nicht passiert hier. Ich würde sagen, an Katharina Schulze gerichtet, vor allem tragen die Regierungen, ja, die Verantwortung in einem Land, dass sie eine vernünftige, rationale Sachpolitik machen, die nicht verblendet ist durch eine völlig marktentfernte und radikale Ideologie. Das ist das, was man fordern muss. Und dann hätten die Leute auch gar keinen Grund, ja, zu demonstrieren dagegen, weil einfach die Politik sie größtenteils in Ruhe lässt und nicht mit solchen völlig verqueren Vorschlägen kommt, wie dass jeder in ganz Deutschland jetzt nur noch damit heizen darf und im Sommer natürlich auch manche Wärmepumpen ja auch kühlen können. Ja? Das Interessante ist, dass man in Köln jetzt gesagt hat, okay, man muss jetzt durchsetzen, dass die eben nicht zwischen 22 und 7 Uhr laufen darf nachts. Okay, aber was bedeutet das jetzt in der Konsequenz? Okay, das bedeutet dann also, dass man dann, wenn irgendwann diese ganzen Dinger irgendwann eingebaut sind, zu den horrenden Kosten, wir haben ja in dem Video von heute Morgen gesehen, bis zu 5 Millionen Euro wird es ja alleine bei der grünen Geschäftsstelle kosten, das einzubauen, ja, neben dem ganzen Baulärm, der da natürlich auch erzeugt wird. Oh weia, ja. Und jetzt stelle ich mir vor, richtig schön heiße Sommernacht irgendwo in Berlin oder in Köln oder irgendwo in der Innenstadt und dann darfst du aber deine Wärmepumpe, die bei dir vielleicht auch kühlen kann, also viele können das ja, ja, dann darfst du die nachts gar nicht benutzen. Oder was ist denn im Winter, wenn es auf einmal richtig kalt wird? Dann musst du aber einen guten Schlafsack unten aus dem Keller hochholen, ja, weil wenn du erst um 7 Uhr morgens wieder deine Wärmepumpe laufen lassen kannst, eieieiei, also das wird noch richtig abgehen. Und ich glaube, diese Demonstrationen, die sind richtig gut, die tun auch der Demokratie gut und deswegen kann man sowas nur unterstützen. Und ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, gut gemacht, Bayern.